unser Input zum Thema, wie finde ich eigentlich Arzt für meine Cannabis-Therapie? Das Erste, was man sagen kann, ist, kauft euch den Ratgeber von Max. Der hat da sehr, sehr viel Zeit und Energie drauf verwendet, wirklich alle Fragen zum Thema Cannabis und Medizin kurz zu beantworten. Also dieses Buch gibt einem schon mal das kleine Rüstzeug für den Dschungel der Cannabis-Medizin in die Hand. Das mal als kleine Einwerbung. Ja, genau. Zweiter Tipp ist, ich bin fauler Mensch, ich beantworte gerne viele Fragen, aber alles, was ich hier schon geschrieben habe, lest ihr bitte nach im Ratgeber, weil ich will mich nicht so oft wiederholen, weil die allermeisten Fragen kann man da schon beantworten und alle anderen Fragen sind dann wieder spannend. Da helfen wir dann auch gerne wieder weiter. Und wer denn Tatsache kein Geld hat dafür, Cannabis, besser leben mit Cannabis als Medizin, da gibt es auch viele Informationen. So, dann kommen wir zu dem Vortrag, wie finde ich einen Arzt, der mir Cannabis verschreibt? Ja, das ist eine gute Frage. Ja, diese Frage haben wir auch schon sehr oft gestellt bekommen und leider haben wir auch noch keine Universalantwort für das Ganze, aber wir haben ein paar gute Tipps dazu. Man kann auch in dem Bereich leider nur Tipps geben, weil eine Ärzteliste, eine ernsthafte Ärzteliste hat eigentlich niemand so richtig. Es gibt da Fragmente, es gibt da auch ein paar Dienste im Internet, die damit Geldmacherei machen, aber ja, wir haben nicht ansatzweise die vielen Ärzte, die Cannabis als Medizin schon verschreiben und verordnen, das Zahlen gibt es ja, aber die kennen wir alle nicht und deswegen muss sich der Patient da selbst auf die Suche machen. Ja. Normalerweise sollte ja der erste Ansprechpartner der gerade behandelnde Arzt bzw. Hausarzt sein. Nun, was macht man, wenn dieser Arzt einem kein Cannabis verschreiben kann? Dann muss ich auf die Suche zu einem anderen Arzt machen. Nun ist ja das Problem, wenn man dann zu einem anderen Arzt kommt, ist da noch lange kein Vertrauensverhältnis aufgebaut. Und bei Cannabis ist nun mal leider in der Medizin eine sehr große Vertrauensfrage. Sowohl muss man Vertrauen zu seinem Arzt haben und der auch zu einem. Deswegen ist es existenziell schon fast sehr gut vorbereitet, auf diese Arztsuche zu gehen. Ja, wo einem ja auch durchaus die bestehenden Ärzte weiterhelfen können. Also auch wenn sie selbst sagen, ja, das Cannabis, damit habe ich ja noch nichts zu tun gehabt, ist nicht so mein Ding. Aber zumindest, dass man auch von ihnen wirklich eine ordentliche Patientenakte bekommt, damit auch das, was an Vertrautheit da ist, und das ist halt der Arzt, zu dem man mitunter schon seit vielen Jahren geht, auch wenn das beim Hausarzt vielleicht bisher lieber Spannendes war, aber der kennt einen halt schon am längsten und zumindest kann er einem die Glaubwürdigkeit, die Vertrautheit, die man bei ihm schon hat, zumindest versuchen, auf ein Stückchen Papier mitzugeben. Wie man das auch einfach auch selbst hinbekommt, auch dazu wollen wir nochmal demnächst einen kleinen Workshop veranstalten. Also wie schreibe ich meine eigene Cannabis-Patientenakte? Ich habe das hier mit einer Patientin mal durchexerziert, wirklich als Vorbereitung für einen wichtigen Arzttermin, wo wir dann zusammen einfach mal strukturiert hergegangen sind, was sind die wichtigen Fakten, die den Arzt interessieren, wenn es um das Thema Cannabis geht. Ja, was viele Ärzte halt auch davon abhält, ist halt, dass der Arbeitsaufwand für den Arzt beim Thema Cannabis unheimlich groß ist. Dann haben sie noch das Problem, dass sie eventuell Repressalien haben, wie Regressforderungen. Dann haben sie nicht ganz unberechtigte Angst, dass sie von Patienten, von einer Welle von Patienten überrollt werden, obwohl das mehr zum Glück immer weniger wird. Insofern spielt das halt schon eine große Rolle, wie vorbereitet man zu so einem Arzt geht, was wieder zu Vertrauen führt. Ansonsten ist im Prinzip auch durchaus die Frage, wie man hier jetzt einfach auch sonst auch einfach schrittweise vorgeht. Es gibt ja durchaus einige privatärztlich tätige Ärzte, da, ja, das kostet ein paar Euro. Ich meine, es gibt ja natürlich auch schon quasi wirklich kleines Ärztenetzwerk, die das quasi auch mit Video, Telemedizin und so weiter machen. Klar, die müssen ihre Rechnung stellen als Arzt. Das kostet sicherlich ein paar Euro, aber zumindest, also die meisten Ärzte, die ich da kenne, sind jetzt nicht daran interessiert, sich an Cannabis-Patienten explizit zu bereichern. Aber auch sie müssen von was leben. Das kann auch
ein Umweg sein, wenn man jetzt keinen Kassenarzt findet, der da bereit ist, dass man sich erstmal versucht, ein Privatrezept und im Gegenzweifelfall auch wirklich als Privatpatient sich zu organisieren, damit man zumindest schon mal was vorweisen hat. Schaut mal her, es gibt einen Arzt, der das prinzipiell schon mal bereit ist oder das prinzipiell schon mal begonnen hat mit der Cannabis-Therapie und der nächste Arzt muss das nur weiterführen. Damit kann man die Schwelle vielleicht wieder ein bisschen niedriger bekommen. Wie gesagt, kostet ein paar Euro, aber ja, ist ein Schritt und immerhin hat man mit dem ersten Rezept einen großen Vorteil. Ab dann ist man legal. Das ist auch eine wichtige psychosoziale Gesundungsmaßnahme. Ja, das ist natürlich auch nochmal ganz andere, wenn man zum Arzt kommt und man kann einen erfolgreichen Therapieversuch, wenn auch auf Privatrezept vorweisen, als zu sagen, ich habe mal gehört, das könnte mir helfen oder ja, ich habe mir mal irgendwie was auf dem Schwarzmarkt besorgt und das hat mir geholfen. Das macht die Ärzte eher misstrauisch, während so ein Therapieversuch mit einem anderen Arzt doch durchaus weiterhelfen kann. Ja, jetzt ist die Frage, welche Ärzte und Mediziner spricht man denn an? Wir haben die Erfahrung gemacht, dass Schmerz- und Suchtmediziner doch dadurch, dass sie oft mit BTM-Rezepten zu tun haben, doch die sind, die man als Erste überzeugen kann. Wobei für Schmerzpatienten eher einfacher ist, eine Kostenübernahme und einen Arzt zu finden, als für irgendwelche Patienten ist, die irgendwie psychische Erkrankungen haben. Da ist es dann besonders schwer. Ja, deswegen, wenn man auch wirklich die Auswahl hat, sage ich mal, zwischen mehreren Diagnosen, die man in den Vordergrund stellen kann, dann sollte man, ist Schmerz auf jeden Fall immer das Beste, was es gibt, weil dafür gibt es die meisten Ärzte, da sind die Krankenkassen auch am ehesten offen und dann psychische Erkrankung eher nach hinten gerutscht, wobei auch, ja, das ist auch nicht viele andere Diagnosen gibt, die explizit besser werden als die psychischen Erkrankungen. Da sind nur die Vorbehalte der Ärzte noch mal kräftiger. Was sicherlich auch eine Taktik ist, also wie gesagt, ne, hier Schmerzmedizin, Suchtmedizin, HIV-Schwerpunktpraxen. Man kann auch sicherlich mal schauen, welche Ärzte möglicherweise zum Beispiel auch einen niederländischen Hintergrund haben, kanadisch, israelisch, also irgendwo herkommen, wo das schon verbreiteter ist. Das kann sicherlich helfen. Und gerade zu einzelnen Diagnosen lohnt es sich auch einfach wirklich mal Google News anzuwerfen, Zeitungsarchive zu durchforsten. Ich hatte das beim Bereich Epilepsie gemacht und siehe da, da hat die Recherche relativ schnell einige Ärzte gegeben, die in dem Bereich aktiv sind. Ich versuche auch Ärzte immer anzuhalten, quasi, dass sie auch Fallberichte veröffentlichen, dass das halt irgendwie mehr auffindbar ist, was sie da gemacht haben. Oder auch wenn da Zeitungsartikel sind von anderen Cannabis-Patienten, die vielleicht die gleiche Diagnose hatten. Das sind natürlich alles ein bisschen Schüsse ins Blaue, aber es ja, kann den Weg verkürzen, weil ja, einzelne Patienten sind sonst ziemlich lange unterwegs auf der Arztsuche. Ja, gerade bei ADHS-Patienten ist es oft so, dass die auf die Art und Weise schon fast verzweifelt sind, daran einen Arzt zu finden. Worüber es dann öfter mal geklappt hat, ist, sich mit anderen Patienten über Social-Media-Gruppen zu vernetzen, weil es gibt ja Ärzte, die auch Leuten mit psychischen Erkrankungen Cannabis verschreiben, aber die sind halt nicht bekannt. Aber es gibt durchaus genug Patienten, die sich da auch engagieren und mit denen kann man auch in Kontakt kommen. Also das ist auch durchaus ein Weg. Ja, es ist auch durchaus eine Sache, dass ich war ein bisschen unsicher, ob ich den Punkt bringen soll, aber wir haben gerade heute Mittag gehört, ja, es funktioniert. Die Apotheken wissen ja auch durchaus, wer von welchen Ärzten Cannabis verschrieben wird. Und wir haben gerade von einem Patienten gehört, dass das funktioniert hat, dass der über seine Apotheke an andere Ärzte rangekommen ist. Das müssten wir nochmal recherchieren. Vermutlich würden viele Apotheken erstmal irgendwas um Datenschutz schreien. Was ich nicht ganz nachvollziehen kann, weil, also wenn es rein darum geht, welche Ärzte das sind, die das verschrieben haben und nur deren Adressen wiederum rausgerückt werden, das ist nicht irgendwie, welcher Patient das war, für welche Diagnose oder Gedöns, dann kann ich mir das durchaus vorstellen, da werde ich mal versuchen, mit diesem Apotheker von diesem einen Patienten Kontakt aufzunehmen, wie das ausschaut. Auch das ist, wie gesagt, ein Schuss ins Blaue, was man mal probieren kann. Ja, was man unbedingt machen sollte, ist auf alle Fälle selber ein Telefon in die Hand nehmen und die Ärzte, die möglichen, in seiner Umgebung abzutelefonieren. Das kann zwar unendlich frustrierend enden, die ganze Sache, aber
man muss sich dabei immer vor Augen halten, man hilft auch den anderen Patienten damit, weil desto öfter ein Arzt einen Anruf wegen Cannabis bekommt, desto mehr wird den Ärzten klar, dass sie uns nicht loswerden. Und insofern kann jeder Anruf, der gemacht wird, dem nächsten Patienten vielleicht helfen, dass er keine Ablehnung bekommt. Und vielleicht ist man ja dann auch mal selber in der Lage, dieser Patient zu sein. Also was man sagen kann, Eigeninitiative ist halt da noch sehr, sehr groß gefragt. Ich meine, gut haben insgesamt die Patienten, die wenigstens noch so fit sind, ne, auf die sich auf die Arztsuche zu machen, rumzutelefonieren, das mag natürlich auch nochmal eine Belastung sein. Das Grausame ist eigentlich, dass vielleicht die Leute, die es auch viel nötiger hätten, für die, die sind einfach nicht mehr aus dem Bett schaffen und natürlich den Ärzten, die sie eh schon haben, naja, ausgeliefert sind oder mit denen klarkommen oder auch nicht. Das ist ja auch insgesamt ein bisschen das Problem bei der Arztsuche. Ich sag mal, ein halbwegs fitter Patient, also nicht nur Schmerzpatienten, der quasi Energie aufwenden kann, einen Arzt zu suchen, er findet einen Arzt, weil es gibt diese Ärzte. Wie gesagt, wir wissen das über die Verordnungszahlen. Es gibt viele Ärzte, es gibt auch Forscher, die haben in Frankfurt viele Ärzte angeschrieben. Da waren dann mehrere Prozent dabei, die zurückgeantwortet haben, ja, wir nutzen Cannabis als Medizin. Wenn man sich überlegt, wie viele Leute das verschwiegen haben oder wie viele Leute quasi nicht geantwortet haben, also wie viel Dunkelziffer noch dabei ist, dann muss ich davon ausgehen, dass wir in einer Stadt wie Frankfurt mindestens, was weiß ich, 5, 6, 7, 8% der Ärzte nutzen das mindestens. Ich wüsste nicht, warum es woanders anders sein sollte. Gerade in Bayern zum Beispiel sind die Verordnungszahlen eher höher als im restlichen Bundesdurchschnitt. Und deswegen, man muss sie nur finden, diese Ärzte. Das ist die hohe Kunst. Zu den ADHS-Lern sei vielleicht auch nochmal gesagt, ne, mit denen haben wir sehr viel zu tun, auch über das Patiententelefon gehabt, weil das ist ja die größte homogene Cannabis-Patientengruppe, die auch gleichzeitig die meisten Probleme hat. Da war es nicht selten, dann ja der Hausarzt, der langjährige Hausarzt, der sich dann den Schuh angezogen hat, obwohl es wirklich fachfremd ist, dass er da ADHS behandelt, aber gesagt hat, du, ich kenne dich schon so lange, ich habe gesehen, wie du die Mittel hast, ich habe gesehen, wie es dir weiterhilft, verdammt nochmal, ich mach das jetzt. Und ja, in diese Breite müssen wir das Thema auch bringen, weil ein Großteil dieser ganzen Problematik mit den Regressen für die Ärzte liegt auch einfach daran, weil es viel zu konzentriert ist. Also im globalen Arzneimittelbudget ist zwar Geld für Cannabis da, aber der einzelne Arzt, wenn der Cannabis verordnet, sprengt er halt relativ schnell sein Budget, weil halt viel zu viele bei ihm sind und er sich die ganzen Kollegen, ja, die Arbeit der Kollegen mitmachen muss. Insofern, jeden Arzt, der gewonnen wird oder der ja ein bisschen zugänglicher wird, der irgendwie gefunden wird, ja, das ist genau das, was dringend nötig ist, um wirklich Cannabis als Medizin weiterhin in der Form wachsen zu lassen. Ja, dann wollte ich nur sagen, kommt ja auch noch ein bisschen darauf an, wie man dem Arzt doch eben übertritt. Es ist ja so, der Arzt kann ja Cannabis im Prinzip nur verschreiben, wenn er nachweisen kann, dass es keine anderen Medikamente gibt. Also im Prinzip musst du austherapiert sein. Das ist natürlich bei einem Schmerzpatienten, der schon einige Opiate gekriegt hat, einfacher als bei einem ADHS-Patienten oder bei sonstigen Erkrankungen. Wenn man jetzt einen Arzt sucht, einen neuen, sollte man sich nicht unbedingt gegen jeglichen Therapievorschlag des Arztes verweigern und sagen, nein, ich will nur Cannabis und ich probiere nicht mehr anderes, weil das wird kein Vertrauen aufbauen. Es kostet vielleicht Zeit ein bisschen, aber der Arzt ist halt auch in einer gewissen Zwangslage. Und deswegen kann ich immer nur sagen, desto besser man vorbereitet ist, desto eher wird man auch einen Arzt überzeugen können. Also da ist auch einfach das Problem, also es gab zum Beispiel relativ am Anfang, nachdem wir das Gespräch da war, auch einen Patienten, der geklagt hatte und dann auch die Klage abgeschmettert wurde, weil der war halt mit seiner speziellen Erkrankung irgendwie seit 20 Jahren nicht mehr beim Facharzt. Das Gericht hat einfach zu Recht davon ausgegangen, dass doch bitte, Entschuldigung, jeder vor 20 Jahren die Wahrscheinlichkeit, dass sich da irgendwas getan hat, ist gegeben und dass das ein Facharzt aber bestätigen sollte, gibt es jetzt was Neues oder nicht. Und es gibt ja auch Gott sei Dank in vielen Bereichen auch immer bessere Medikamente. Insofern, ja, sollte man sich da nicht explizit verschließen. Und gerade die, so eine Cannabis-Fixiertheit, ja, würde, ja, macht da die Türen eher zu, leider. Ja. Ja, das im Prinzip vielleicht als für uns als kleiner Input. Weil ein paar ganz wenige Ärzte gibt es auch. Ich hoffe auch, dass sich mehr Patientengruppen bilden, weil das sind auf jeden Fall so Patientengruppen vor Ort, sind auf jeden Fall mit eigentlich die besten Anlaufstellen,
Und ja, eigentlich hat fast jede Kleinstadt das Potenzial für so eine komplette Patientengruppe. Gut, jetzt sind wir digital, da können wir ja insgesamt auch einladen. Und ja, lade ich auch hiermit auch für die Aufzeichnung alle auf, kommt zu uns, dann treffe ich mich dazu und tauscht euch aus. Gerade auch zu speziellen Diagnosen wollen wir da ein paar Formate anbieten. Weil solange die Ärzte nicht Bescheid wissen, müssen wir uns Patienten natürlich noch schlau machen. Ja, zum Schluss noch auf Dauer ist natürlich unser Ziel, eine Ärzteliste zu haben, die man dann auch weitervermitteln kann, wo man halt Patienten hinvermitteln kann, dass sie irgendwo ja, in absehbarer Zeit irgendwann Formen annehmen. Aber so lange müssen die Patienten leider noch selber in den Krieg ziehen. Ja, was vielleicht als letzter Punkt, vielleicht nochmal ein Tipp ist, also es ist auch ein Versuch wert, durchaus mal entweder auch bei der eigenen Krankenkasse, aber auch zum Beispiel mit der Kassenärztlichen Vereinigung. Ne, das ist quasi die Organisation, wo die ganzen Kassenärzte zusammengeschlossen sind, die auch einen gesetzlichen Versorgungsauftrag haben, also die sich verpflichtet sind, die Leistung, die die Krankenkassen anbietet, auch wirklich bereitzustellen. Zumindest für Hamburg weiß ich, die haben dann so ein Patiententelefon und vermitteln auch durchaus den einen oder anderen Arzt. Also das sind alles offizielle Stellen. Es ist ein Versuch wert, sich einmal zu melden. Mehr als keine Antwort bekommen kann man nicht. Aber wenn man Glück hat, kriegt man vielleicht gleich die Liste. Ja, und noch zur Dokumentation zum Schluss. Man kann sich durchaus einen Leistungsnachweis von der Krankenkasse geben lassen, den man haben kann. Dann weiß man, was die Krankenkasse für einen getan hat schon. Und man hat eigentlich schon ganz gut dokumentiert, was denn alles passiert ist. Ja, auch bei gegenüber den Ärzten, auch Ärzten, wo ich zerstritten habe, wo die Praxis schon zu ist, habt ihr als Patienten ein Anrecht auf eine Kopie eurer Patientenakte und das sogar, auch wenn das bedeutet, dass selbst aktuell in der Ärztezeitung noch falsch steht, kostenlos der bösen Kopie DGSVO sei Dank, habt ihr ein Recht auch über das Datenschutzrecht einfach alle Daten, die von euch gespeichert sind, kostenlos in Kopie zu bekommen. Das ist euer gutes Recht und das könnt ihr auch im Prinzip problemlos einfordern und im Worst Case auch einfach einklagen. Aber die Rechtslage ist ein bisschen, Gott sei Dank, ziemlich klar.